Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu Panzerkorps, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Haus des Slytherin aus dem Jahre 2011. Und wir befinden uns in den USA, im Mittleren Westen, am 4. Juli 1945, bei klarem, trockenem Wetter, noch in der Aufstellungsphase. Und wir klicken mal rein. Hui! So, ein Blick auf die Karte. Wir haben viele Ziele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Ziele sind einzunehmen und 2 zu halten. Da haben wir zu tun. Wir sehen auch ziemlich viel freie Fläche, relativ wenig Berge bzw. Hügel und auch die Flüsse. Bis auf den Mississippi halten sich eigentlich in Grenzen. So, ihr seht auch mein Problem oder das Problem meiner Kernarmee. Ich könnte noch 8 Einheiten aufstellen. Die habe ich nicht, weil ich keine Prestigepunkte habe. Hohoho, so ist es. Das heißt, meine Einheiten, die ich habe, müssen hier ganz schön was leisten. Und diese Aufstellung haben wir in der letzten Episode getan. Hier unten haben wir auch Lux Aufklärungspanzer als Unterstützungseinheiten. Hier müsste einer sein und hier oben ist auch noch einer. Mit denen muss ich natürlich hier ziemlich aufklären, denn es heißt, dass hier in den Ebenen starke amerikanische Panzerkräfte bereitstehen, um meinen Stoß abzufangen. Jawohl. So, was habe ich mir denn hier überlegt? Ja, so richtig noch gar nichts. Ich versuche, hier über den Norden, über die nördliche Flanke vorzustoßen, um dann nach Süden einzuschwenken und den Sack, was auch immer hier drin ist, dann zuzumachen. Also auf alle Fälle, es geht hier über den, was ist das für ein Fluss? Die Illinois nach Milwaukee. Und das Gute ist, ich habe hier bereits eine Artillerie in Sichtweite. Ich muss also nur noch aufklären. Die Sache ist, wie mache ich denn das? Ich werde mit dem Lux hier rüberfahren, den wir irgendwo hier hinstellen. Dann ist die Stadt aufgeklärt, werde mit der Artillerie mal draufschießen, vielleicht auch mit dem Stuka, je nachdem, was da drin ist. Und dann mit den Pionieren angreifen. Und ein schneller Panther, also hier, ich habe hier viele Panther Gs, können dann letztendlich die Stadt einnehmen. Und dann habe ich schon den ersten Fluss überquert und werde mich dann jetzt hier Minneapolis dann nähern und dann entweder da oder da oder da, je nachdem, was hier für Einheiten stehen, für Feinde stehen, dann den Mississippi überschreiten. Das habe ich dann auch hier vor. Nur bin ich hier etwas vorsichtiger, denn hier sehe ich schon eine 76 mm Pack und ich befürchte, dass auch hier diese Übergänge stark befestigt sind. Da müssen wir mal gucken. Das Interessante ist ja auch, hier noch auf der Ostseite des Mississippi hat der Feind, also die amerikanische Armee, einen Brückenkopf gebildet mit Brückenpionieren. Die muss ich natürlich auch erstmal zerschlagen, bevor ich hier nach Westen vordringen kann. Ansonsten, was habe ich an Einheiten hier noch, an Besonderheiten? Ich habe eine Maus. Hui! Hier noch eine Wespe. Ich habe also 2 Artilleriewespen, 10,5 cm und halt, wie gesagt, 2 Lux-Aufklärungspanzer. Ansonsten hier mein Königstiger und auch hier einen langsamen Ferdinand, den ich hier tatsächlich als Durchbruchspanzer benutzen möchte und sehr viel schnelle Panther-Ausführung G. So, ich denke mal, wir werden jetzt die Aufstellungsphase beenden. Klick. Und befinden uns, oh Scheiße, in der Runde 1 von 21 bei regnerischem Wetter. Das ist natürlich gar nicht schön. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, ich werde nochmal schnell laden, um zu schauen, ob das Wetter sich verändert. Nein,
Es. Hä? Okay. Ich überlege nur gerade, als ich angefangen habe mit dem Video, da war doch klares, trockenes Wetter gemeldet. Oh, der. Ja, das war natürlich jetzt falsch. Das machen wir neu. Ich dachte noch, ich bin in der Aufstellungsphase. Nein, war ich natürlich nicht mehr. Aber das war schon mal ganz interessant. Also ich lade noch mal neu und zwar den richtigen Speicherstand. So. Hier. Klar trocken, klar trocken. Ne? Also es sieht prinzipiell ganz gut aus. Die Aufstellungsphase wird jetzt beendet. Regen. Okay. So ist es halt. Das bedeutet aber, dass meine Aufklärungsarbeit behindert wird. Da ihr seht, auch die Aufklärer haben relativ wenig Spielraum, hier Dinge aufzuklären. Ich sehe hier aber die Infanterie, die ich jetzt auf alle Fälle angreifen kann. Ich habe auch einiges an Unterdrückungsschaden und sie ist nicht gut eingegraben, sehe ich jetzt. Ich gehe hier trotzdem mal vor. Ich werde mal bis hier hingehen. Ja, und ich werde hier natürlich Verluste erleiden. Deswegen auch, weil ich meine Luftwaffe, wo ist sie denn, nicht einsetzen kann. Ne? Das ist natürlich sehr schade. Dennoch, ich werde es versuchen. Ja, das ist. Ich glaube, das ist nicht gut. Also die Verluste, die sind mir zu heftig, deswegen werde ich hier nicht angreifen. So, hier unten sind ja Brückenpioniere am Werk. Ich habe halt schlechte Aufklärung hier, darum werde ich hier meine Artillerie erstmal ein bisschen ransetzen, beziehungsweise, tja, was mache ich denn? Mal überlegen, ne? Also hier sind Brückenpioniere drin, ich komme aber nicht rechtzeitig, beziehungsweise ich komme nicht ganz an den Ort. Was ist denn das? Jackson, komme ich nicht ran mit meinen Infanterieeinheiten. Das heißt, es lohnt sich nicht, hier schon aufzuklären. Das heißt, ich werde mich jetzt hier so dran setzen und die Einheiten schon mal hier in Position bringt. Denn wenn ich den Gegner nicht sehe, sieht er mich auch nicht. So, ne, auch hier sehe, hier könnte ich schon mit der Artillerie reinwirken, aber ohne Aufklärung und Sicht ist hier halt nichts möglich. Deswegen auch hier, ich bringe meine Fahrzeuge in Position. So, ich habe hier eine Infanterie. Die Infanterie geht hier mit hoch. Dann nehmen wir hier eine Infanterie mit runter. So, der Ferdinand könnte hier runter. So, der kann 3 gehen. Also geht er mal bis vor. Und die Luftwaffe verteile ich dennoch auf die einzelnen Kampfgruppen. So, ne, die Stukas, die bleiben natürlich zu Hause. Die können nichts tun.
So, den werden wir mal ein bisschen vorprellen, damit er vielleicht einen Hinterhalt legen kann. Das können wir mit dem hier auch machen. Den legen wir mal hier rein. In der Hoffnung, dass hier keine Flak in den Städten ist. Also Flak vermute ich hier. Und da oben. So, ich würde mal sagen, wir fliegen mal hier hin. Ja, auch hier. Ich steck nichts auf. Das ist natürlich ein ganz schlechter Start. Jetzt ist aber erstmal der Gegner dran. Er rechnet. Und er tut etwas, was ich mit dem ich nicht gerechnet hatte. Er geht ja tatsächlich in die Offensive. Gibt hier unten Jackson auf und stellt sich damit halt zur Disposition. Hier ist übrigens eine Flak. Eine Pack. Und jetzt muss ich versuchen, hier irgendwie reinzukommen. Ich guck mal, was es hier so alles gibt. Hier natürlich mit einem Sturmgeschütz bzw. mit einem Panzerjäger vorzugehen, um Infanterie aus einem urbanen Gelände rauszuhauen, ist natürlich eine ganz schlechte Idee. Sehe hier allerdings auch Cedar Rapids nicht besetzt. Das heißt, ich könnte hier über den Mississippi setzen, um den M18, also die Hellcat, letztendlich zu penetrieren. Macht aber relativ wenig Sinn, da es verlustig ist. Und deswegen hauen wir hier erstmal mit der Artillerie drauf. So, und zerschlagen hier die Garnison von Milwaukee. Nehmen ein, wunderbar. Gehen. Hoppala! Nein, das machen wir nicht. Gehen hier mit den schweren Panzern vor. Und decken hier den ersten Schirmen, den M4A3 76W auf. Also einen Schirmen mit einer 76, mit einer langen 76 mm Kanone. Die Flak tun wir hier hin. Und die Brückenpioniere, die gehen tatsächlich mal, was machen die? Die gehen nach vorn. Süchen, hier habe ich jetzt folgende Möglichkeiten. Die Artillerie schießt auf, na gut, die hat nur eine Möglichkeit, die schießt auf die Brückenpioniere, kann sie beschädigen, beziehungsweise sogar sehr gut unterdrücken. Die nächste Artillerie, die kann etwas weiter schießen, die, Moment mal. Ja, passt mal auf. Die nächste Artillerie schießt hier auf die Flak, um die Flak zu unterdrücken. So, und stellt sich dann hier hin. Jetzt könnte ich nämlich versuchen, dann mit einem Stuka anzugreifen. So, ich schau mal hier, 6, 4. Das heißt, ich gehe erstmal hier. So, bekomme einen Kriegshelden, den Andreas Müller, der Einheit plus 1 Verteidigung spendiert. Das ist nicht schlecht. Ich greife nochmal über den Fluss an, zerstöre die Pioniere, bekomme einen weiteren Kriegshelden, den Bernd Fischer, Bewegung plus 1. Für eine Infanterie ist das gar nicht mal schlecht. Zerstöre die Flak. Und jetzt ist die Frage, ob ich jetzt hier die 76, ja, da ist eine 3 Zoll Pack, eine 76 mm Pack, die M5, schon irgendwie penetrieren kann. Ich könnte hier den Fluss mit der Infanterie angreifen, mache ich nicht. So, jetzt gucken wir mal hier oben.
greifen wir auch mit der Artillerie an. Zwei zerstört, eine Einheit unterdrückt. Das war jetzt nicht so sonderlich gut. Ich schaue mal, was man machen kann. Ich könnte hier tatsächlich nochmal über den Fluss angreifen mit einer Infanterie, werde aber höchstwahrscheinlich die Infanterie nicht herausdrücken können. Ja, jawohl. Hier sehe ich natürlich auch, die Infanterie wird unterstützt bzw. gedeckt durch eine Artillerie. Die greifen wir einfach mal an, weil ich es kann. Hier ist noch eine Artillerie. Viel Artillerie. Okay. So, auf jeden Fall, und das ist ganz wichtig, hier kommt Jagdschutz rein. Das könnte sich hier lohnen. Hier die Hellcat ist schon mal mit einem Stuka, also mit einem Kanonenvogel mit 37 mm Flak unter den Flügeln anzugreifen und stark zu beschädigen. Das wäre fast eine Möglichkeit. Ich schaue noch mal. Hier setzen wir auf alle Fälle Jäger rein. Auch hier. Ja, war leider nicht so das Ergebnis, was prophezeit wurde. Ich habe weniger M18 zerstört als angegeben. So, könnte hier mal probieren, tatsächlich hier die Flak anzugreifen. Der geneigte Zuschauer hat gesehen, auch dass das keine Flak war, sondern eine Pak. Die konnte ich jetzt relativ gut beschädigen. Und die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt sie direkt mit einer Infanterie angreife? Ich konnte sie zerstören. Was bedeutet, dass ich jetzt mit meinen Panzern die Artilleriegruppe umgehen kann und angreifen kann? Damit sind jetzt diese Kräfte zerstört. Ich schaue gerade, was ich jetzt hier noch an Einheiten habe. Ich habe eine Flak, hoppala. Die werde ich mal hier ein bisschen vorziehen. Und die Infanterie könnte hier über den Fluss angreifen und die gegnerische Infanterie penetrieren. Die Frage ist, was macht dann hier der M26? Der könnte dann einen Gegenangriff starten, zum Beispiel hier hingehen, sofern die Infanterie nicht rausgeht, und die Infanterie wieder stark beschädigen. Deswegen werde ich das jetzt nicht tun, sondern die Infanterie deckt hier den Übergang und die Aufklärung nutzt die Gelegenheit und geht hier vor. Gucken mal, was wir hier noch. Wir können nichts mehr ziehen, wir haben alles gezogen. Der Gegner ist mit seiner Luftwaffe noch nicht gekommen. Ich habe meine ja verteilt aufgestellt, die jetzt hier aber ein bisschen die Sicherung meiner Bodentruppen übernehmen. Ne? Also hier zum Beispiel diese Gotha 229 schützt auch hier die umliegenden Felder und damit hier die Pioniere, die Artillerie, auch diesen Panther. Der Luchs hier oben ist etwas exponiert, kann sein, wenn die einen Ausfall machen, ist er weg. Dasselbe auch hier, ne? Der Messerschmitt 262 Jäger schützt A, den Kanonenvogel und B, ja, klärt er hier auf. Das macht auch hier die Gotha 229, die schützt die Artillerie und so weiter und so weiter. Wir schauen mal, was der Gegner so macht. Es wird übrigens wieder regnen.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Yeah. Wow. Hier blitzt eine P51 ab. Und ich verliere meinen Zerstörer. Wow. Schwerste Verluste. Das Problem ist, nee, es regnet nicht, es ist trocken. Das heißt, ich kann jetzt hier einen Gegenangriff gegen seine Luftwaffe fliegen. Das muss ich natürlich auch tun. So, hier erstmal einen Bodenangriff gegen die Lightning. Und das hat ganz schön reingehauen, wie ich finde. Das war sehr positiv. Ich habe meinen Schlachtflieger verloren. Da gucken wir, was wir denn machen können. Ich fliege hier rein und möchte die P51 vernichten. Check. Ich bekomme einen weiteren Kriegshelden. Angriff plus 2 für die Messerschmitt 262. Das ist hervorragend. Ich möchte als nächstes. Ich möchte hier ganze Einheiten vernichtet wissen. Das ist wichtig. Und zwar die Kampfstärksten am besten. Ich werde hier die P51 ausschalten, was leider nicht geklappt hat. Wo habe ich denn meine Phalak? Da oben, hier ist die Phalak. Moment. So, die Phalak, die greift auf alle Fälle an. Die B25. Oder die andere B25. So, damit hat sie auch erstmal gesprochen und das ist gut. Die Messerschmitt, die wird sich hier um die eine Lightning kümmern, die abstürzt. Das ist sehr schön. Die B29 hat es hinter sich. Ebenso wie der M4. Der wurde jetzt komplett im Angriff zerstört. Und jetzt gucke ich mal. Hier, kanadische Infanterie, ein Greyhound und nochmal kanadische Infanterie, die ich jetzt massiv angehen werde. Und zwar mit den gepanzerten Streitkräften, die ich hier habe. Wäsch. Leider nicht ganz so wäsch. Hier machen wir mal eine Artillerievorbereitung, um. Die Hellcat größtmöglichst zu schwächen. Ah, leider hat es jetzt nicht funktioniert, hier die Brückenpioniere rauszudrücken, beziehungsweise von dem Feld wegzulocken. Hat nicht funktioniert, schade. Da gucken wir, was wir hier noch machen können. Ich habe hier noch eine Messerschmitt 262 und die werde ich einsetzen auf. Ich überlege. Die wird mal hier hingesetzt.
noch ein Kriegshelden. Plus 1 Angriff. Setzt sich hier tatsächlich auf den Panther, damit hier der Kanonenvogel noch operieren kann. Noch ein Kriegshelden. Angriff plus 1. Was ist denn los? So, hier neutralisiere ich das Feld. Das heißt, es gibt hier kein Prestige mehr für den Gegner. Werde hier nochmal eine Artillerievorbereitung machen. Und hier den M26 natürlich zerstören. Die Artillerie kommt in den Jagdschutz. Jetzt gucke ich noch mal, habe ich noch einen Jäger, den ich noch hier benutzen kann, hier oben tatsächlich. Da wird allerdings, was wird denn der machen? Er könnte hier noch die P-51 vernichten, der könnte hier gegen die P-47 gehen. Oder eben, und das finde ich gerade eben besser, der geht hier hin. Vernichtet hier die Mitchell und gibt hier der Artillerie noch ein bisschen Jagdschutz. Der geht vor. So, und ich würde tatsächlich mal behaupten wollen, dass es eine gute Idee ist, mit dem Panther G. Nein, der bleibt hier. Der bleibt hier und wird hier die Artillerie schützen. Die Artillerie geht hier hin. Ist damit unter Jagdschutz für der und der Messerschmidt. Außerdem in der Nähe von der Flak. Der geht hoch. Die setzen sich dahin. So, ich könnte hier mal angreifen. Ne, das sind die Gebirgsjäger, die könnten hier Columbia angreifen, also die Garnison dieser Stadt, und hier schon Verluste verursachen. Mache ich jetzt aber nicht. Sie kriegen in der nächsten Runde hier eine gute Artillerieunterstützung, sodass die Verluste hoffentlich etwas geringer ausfallen. So, der geht mal hier weg. Ja, es stört mich hier ein bisschen, dass der Panther hier nichts machen kann. Ich würde den mal hier zurückziehen. Den ziehen wir mal hier hoch. Damit ist hier die Brückeninfanterie weg und ich komme im nächsten Zug mit dem Ferdinand, oder ist das ein Elefant? Nein, ja, ist ein Elefant. Komme ich hier rüber und kann jetzt hier auch den Fluss überqueren. So, wir gucken aber erstmal, was der Gegner so macht. Hui! Er verliert eine P-47. Lenkt damit aber den Jagdschutz ab und mein... Oh Gott!
Naja, so viel, ne? Also ist ja mein erster Versuch auf dieser Karte. Versuch macht klug. Ich habe massive Verluste. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde hier tatsächlich ausgekurvt. Und werde jetzt hier alles auf eine Karte setzen müssen, um den feindlichen Gegenangriff abzuwehren. Also mit dem Angriff hier wird es eher nichts. Also, meine verbliebenen Kräfte müssen hier auf jeden Fall Dinge tun. Und zwar massiv gegen den Feind hier vorgehen. Die Luftwaffe weiter schwächen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich bekomme einen Orden, das heißt eine Auszeichnung. Sehr schön. So, werde jetzt hier. Moment mal, kann ich. Ah, ich kann hier sogar diese Pioniereinheit bekämpfen. Sehr schön. Und drücke hier vor. Aber habe hier zu viel Verluste, wenn ich hier vorgehe. Das mache ich jetzt nicht. Ich werde hier den Königstiger umlenken. Den Panther hier mal auffüllen, so gut wie es geht. Hier doch noch mal schauen. Jetzt sieht es doch schon viel besser aus. Ich werde hier tatsächlich mal einen Angriff wagen, der nicht durchschlägt. Das war okay. Es war trotzdem okay. Ich müsste auch hier unten mal nach dem Rechten schauen, damit ich hier diese beiden Einheiten über den Mississippi drüber hinaus bewegen kann. Die Frage ist halt, was, obala, was verbirgt sich hier? Das weiß ich noch nicht. Deswegen mache ich hier mal zu. Schieß schon mal hier drauf, damit sie schon mal wissen, ich bin da. Das war ein Hallöchen. So, und würde mal sagen, dass der eine Aufklärer ebenfalls nach Norden stößt, um die erlittenen Verluste hier ein bisschen auszugleichen.
Tiger macht sich hier auch auf den Weg. Wunderbar, damit habe ich hier die Infanterie ausgeschaltet. Nicht, dass sie hier durchbricht und mir Milwaukee wieder abnimmt. Die Panzerstreitmacht hier oben konnte ganz gut jetzt vernichtet werden. Also ich habe ziemlich viele Infanterieaufklärer, aber auch schon zwei Panzer erledigt. Eine B29, eine B25 abgeschossen, eine weitere B25 beschädigt. Allerdings natürlich mit massiven Verlusten, ne? Also was habe ich denn verloren? Ich habe eine Hilfseinheit verloren, einen Lux. Ich habe einen oder meinen Schlachtflieger verloren. Ich habe meine Artillerie verloren. Und das tut natürlich schon weh. Habe ich noch was verloren? Ja, das reicht auch, ne? So, der Gegner ist dran. Und ich werde mal gucken, was man jetzt hier so machen kann. Die Flak übrigens, die war gegen die Infanterie ziemlich gut, fand ich. Erst einmal. Ja, da gibt es natürlich nichts zu meckern. Ja, und hier wird natürlich jetzt eine starke Abwehrfront sichtbar. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich das Ding an? Ich werde hier erstmal die Panzer drumherum gruppieren. Das hat sich jetzt gerade sehr angeboten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bekomme hier das Ritterkreuz mit Eichenlaub und Schwertern für die Tiger und konnte dadurch jetzt die Verteidigungsfront einigermaßen schon aufbrechen. Ohne größere Verluste. So, das Entscheidende, was entscheidend ist es noch nicht, aber das Gute ist, ich konnte hier schon den Flughafen freikämpfen. Werde deswegen hier die Messerschmitt mit Treibstoffproblem schon mal hierhin befördern. Ne, für Jagdschutz ist klar. So, dann gucken wir mal, was wir hier unten alles so machen können. Ich würde mal sagen, hier gibt es erstmal Artillerieunterstützung. So, und ich hätte tatsächlich gerne hier den Schirmen mit möglichst wenig Verlusten vernichtet. So, der weiß aber nichts davon und wird sich wehren. Finde dennoch, dass das jetzt hier ein gutes Ergebnis war. Ich habe jetzt nicht mit den Verlusten gerechnet, um ehrlich zu sein. Ich dachte, ich kriege das ohne welche hin. Das ist hier ein normaler M4 A3 E2 mit einer kurzen 76 mm. Macht mir auch ziemlich zu schaffen, das kleine Burschli. Da machen wir mal kurz eine Artillerievorbereitung aus der Luft.
und nehmen ihn auseinander. Die Artillerie bleibt hier stehen und wird jetzt beziehungsweise im nächsten Zuge Fort Smith letztendlich ausräuchern. Ich könnte ja mal versuchen. Moment. Machen wir mal einen Angriff. Der war gut. Bestens. Ich drücke die Infanterie sogar heraus, habe jetzt aber keine Kräfte mehr, um die Stadt einzunehmen. So, hier werde ich natürlich mich ein bisschen absichern. So, ich schaue gerade, was ich hier noch machen kann. Ich habe hier einen guten Bomber. Den setzen wir mal hier hoch. So, und hier die Gotha 229. Die hat jetzt ein bisschen Spielraum. Ich würde sie aber tatsächlich hier belassen. Oder aber hier den Kanonenvogel noch ein bisschen schützen. Moment, das machen wir so. Nee, der bleibt da. Und den hängen wir mal hier rüber. In der Hoffnung, dass Jäger an ihm hängen bleiben. So, hier schauen wir mal. Der Angriff gegen den M26, das ist nicht ganz so gut. Da habe ich viele Verluste. Der rutscht dann doch noch mal rüber. So, und der Achtrad geht nach oben, um die Artillerie von Norden her zu schützen. Ne? Da ist hier noch die kanadische Infanterie. Und begibt sich hier auch ein bisschen in den Jagdschutz. Ja, massive Verluste, das ärgert mich schon ein bisschen. Waren die irgendwie vermeidbar? Ja, ich glaube schon. Wow. Das war jetzt heftig. Ich habe jetzt hier eine Einheit verloren. Und zwar komplett. Deswegen, ganz ehrlich, ich werde jetzt nochmal laden. In der Hoffnung, dass ich jetzt weniger verliere, tatsächlich. Wahnsinn, das war die Flak. Er hat die Flak mit einer B-25 angegriffen und im ersten Versuch tatsächlich zerstört. So, und jetzt machen wir erstmal hier den M26 kaputt. Wow, nicht erreicht. Oh Gott. Das war jetzt natürlich nicht so gut.
Ha. So, sehr schön. Also hier oben wurde, also im Norden, wurde Minneapolis praktisch freigekämpft. Ich werde hier tatsächlich noch den Bomber zerstören. Und gehe mit dem Mäuschen, also mit der Maus nach unten. Und werde hier noch Duluth einnehmen. Werde ich das einnehmen? Ich werde es versuchen. Jawohl, gibt nämlich Punkte. So, jetzt gehen wir hier mal vor und schauen. Ah, Moment, das werde ich mir noch mal überlegen. Hier wird die Artillerie. Oh, plus Angriff 2, sehr schön. Unterdrückungsfeuer leisten, einen Orden. Ja, das hat hier dummerweise nicht gereicht. Oh, mein Stuka geht langsam der Treibstoff aus. Ich suche hier gerade einen Flughafen, aber der nächste ist da. Der da unten wird stark verteidigt sein, gehe ich davon aus. Das heißt, mein Stuka geht erstmal hier nach Hause. Auch wenn ich jetzt hier tatsächlich Unterstützung brauchen könnte. So, hier gehen wir über den Red River. Zack. Haben wir geschafft. Das ist eine Artillerie, die hiermit vernichtet ist. Und jetzt sehen wir hier auch, dass Shreveport ganz gut verteidigt ist. Ich sehe hier einen M10, also einen Jagdpanther. Das müssen 90, nee, eine 76 mm Flak sein, also auch nicht schlecht. Und hier noch einen überlebenden M4, den ich jetzt aber nicht attackieren werde. Oder, Moment, nee, 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 also Jagdschutz gibt es hier nicht. Den werde ich mal. Hoppala, Moment. Ja. Ich bleibe mal hier so stehen. Den ziehen wir mal zurück. Gut. So dummer. Ah, hier habe ich jetzt noch einen Jäger. Der Jäger könnte jetzt hier seinen Jagdschutz hier aufgeben, um hier die P51 abzufangen. Was ist jetzt wichtiger? Die zu zerstören
oder weitere Angriffe gegen meine Artilleriekonzentration hier unten zu unterbinden. Ich würde mal sagen, da bleibt mal hier stehen, scheiß drauf. Weil der Gegner hat jetzt so viel Verluste, dass ich denke, dass er genügend Punkte verschwenden muss, um seine angeschlagenen Einheiten zu reorganisieren. So, aber mir geht es auch nicht so gut, ne? Ist klar. So, gucken wir, was der Gegner so macht. Da greift mein Elefanten an, aus einer Stadt heraus. Okay, kann er machen. Der bekommt das. Er hat sich zurückgezogen, höchstwahrscheinlich hier auf das Flugfeld. Das Dumme ist, ich weiß nicht, was er da hat. So, darum stoßen wir hier mal mit dem schweren Panzer vor. Beziehungsweise, wartet mal, mal gucken. Ja, das sind hier große Verluste. Wahrscheinlich hat er hier auch noch Flak. Ich werde meine Artillerie auffüllen, also aufmunitionieren. So, und hier weitere. Gegnerverbände aufdecken. Ich bin jetzt hier gerade ein bisschen sprachlos. Ich werde hier natürlich vorangehen. So, die bleiben hier erstmal. Gut, hier machen wir wieder einen Jagdschutz rein. Zerstören hier die Flak, damit wir hier auch dann mit dem Stuka wirken können. Das fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. So, hier gehen wir vor. So, und kündigen wir uns hier schon mal ein bisschen an. Das ist immer gut. Gut. Ne, wir müssen ja hier ein bisschen hier gegen die Panzerkonzentration ankämpfen. Jawohl. Der geht hoch. So, die geben hier Jagdschutz. Der geht hier sich auftanken. Genau. So, wir gucken mal nach, ob haben wir noch irgendwas vergessen?
Ich könnte hier natürlich die 76 mm Pack mit den Infanteristen angreifen, was ich jetzt aber gerne vermeiden möchte. Das heißt, ich sehe noch zwei Panzerkonzentrationen, einmal hier im Süden und einmal hier in dem Dreieck von Omaha, Lincoln bzw. Grand Island und oder Kansas City. Wenn ich die ausgeschaltet habe, ne, hier, könnte ich dann ziemlich schnell vorrücken auf Denver, hier wird wahrscheinlich noch was stehen, sowie auf Albuquerque. Und da wird auch noch was stehen. Das heißt, die meisten Konzentrationen habe ich geschlagen. Ich könnte jetzt hier ziemlich, oder ich werde auch ziemlich viele Orte einnehmen, damit ich Prestige bekomme, um meine wirklich zusammengeschmolzenen Einheiten nochmal aufzufrischen. Ich überlege auch tatsächlich, hier das nochmal neu zu spielen. Ich habe jetzt ja ein gewisses Wissen aufbauen können, um die Verluste, die massiven Verluste zu verhindern. Der Schlachtflieger tut schon weh, muss ich sagen. Miau. So, auch das werden wir nicht nochmal laden, denn ich möchte ganz gerne, dass mein Aufklärer überlebt. Macht er natürlich nicht. Deswegen, wir versuchen es nochmal. Ne, das sind diese Speichern- und Ladeorgien, die ich eigentlich gar nicht so gerne habe. Aber ganz ehrlich, Mensch, wir werden doch was hinkriegen, damit hier dieser Aufklärer gegen den blöden Schirmen Bestand hat. Das war jetzt schon das dritte Laden. Manometer. Jetzt hat er überlebt, ich habe wieder Chancen. Natürlich, es regnet wieder, das heißt, meine Luftwaffe kann ich nicht einsetzen. Das ist sehr schade. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so machen können. Puh. Wahnsinn! So, ich gucke gerade mal. Hier sind ja. Ah, nee, ich kann hier nur nichts sehen. Weil meine Flugzeuge haben ja keine Aufklärungsfähigkeit mehr wegen Regen. Scheiß schlechtes Wetter.
Und deswegen. So, da holen wir hier mal. So, die Wolverine, also der Jagdpanzer, hat sich ergeben. So, die Luftwaffe zieht sich mal auf die Stützpunkte zurück, um sich zu regenerieren. So, und bringe hier meine Artillerie in neue Position. Minneapolis werde ich hier noch nicht freikämpfen, weil das mir zu viele Verluste bedeutet. Das heißt, ich werde abwarten, um dann mit der Luftwaffe und nochmal mit der Artillerie da drauf zu hauen. So. Auch hier werde ich noch ein paar Einheiten verstärken, um wieder Dinge machen zu können. Ich würde sagen, eine Runde darf der Gegner jetzt noch spielen. Aha, da hat er noch eine Artillerie. Was? Das kann ich nicht so stehen lassen. Nein, Leute, habt ihr das gesehen? Ich habe einen Panther verloren. Nix. Nix. Wow. Zwei Panther, es wird ja immer besser. Nein. Nein, 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 nein. Das ist. Nein, 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 nein. Das lassen wir definitiv nicht so stehen. Überhaupt nicht. Das geht nicht. Das ist doch Wahnsinn. Ja, sie sind angeschlagene Einheiten. Aber sie so nackig zu machen. Ja, der Pershing ist nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, gegen einen Panther ist es doch lächerlich. Tja, das heißt, wir werden hier noch ein bisschen das Speichern- und Ladenspiel spielen, solange bis die Würfelergebnisse, nein, besser ausfallen. Das Interessante ist, er zerschlägt ja beide Einheiten.
So, auf jeden Fall haben jetzt beide Panzer überlebt, allerdings mit minimaler Stärke. Und die Pershings machen mir jetzt wirklich hier das Leben schwer, zumal ich mit meinen Panzern nicht rechtzeitig herankomme. Also hier die Maus, mit der, die, schön, dass ich sie habe, aber mit der kann ich jetzt gerade nichts veranstalten. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich versuchen, die P51 zu neutralisieren. Und die Pershings zu beschäftigen. Ziemlich schlecht natürlich, das war jetzt hier gar nichts. So, ich ziehe mich hier natürlich zurück, ist klar. Also die Pershings haben mich jetzt hier ziemlich fertig gemacht und muss jetzt hier eine defensive Position einnehmen. Auch hier, das war jetzt hier auch nicht so ganz glücklich, dass mich die Pack aggressiv angegriffen hat. Ich werde auf alle Fälle erstmal den Schirmen beseitigen. So, die Pack ausschalten. Punkte sammeln, damit ich hier meine Panzerwaffe wieder auffüllen kann. Der wird auf jeden Fall aufmunitioniert. Das war ziemlich dreist, dass er mir hier noch was abgeschossen hat. Wow. Und rette jetzt hier, was zu retten ist. Sieht nicht gut aus. Sieht tatsächlich nicht gut aus, der Angriff der beiden Pershing-Panzer hier gegen meine Panther, die recht gute Einheiten sind. Also die hatten eine gute Erfahrung. Allerdings, ja, ich gebe es zu. Moment. Pattons. Oh, Moment. Pattons ermordet. Also Pattons gepanzertes HQ. Ein. Okay, das sind also hier eine besondere Einheit mit wahnsinnig viel Erfahrung. Also wirklich mehr Erfahrung als meine Fahrzeuge. Darum hat das wahrscheinlich so gescheppert. Das heißt, hier muss ich ran mit meiner Luftwaffe. Hui! Ja, das ist hier natürlich sehr brutal gewesen. So, jetzt habe ich natürlich auch hier vergessen, tatsächlich einen ordentlichen Jagdschutz bereitzustellen. So, dass mein Stuka ordentlich gerupft wurde.
So, ich habe hier doch noch irgendwo. Moment, wo habe ich den denn hin? Moment, Moment, Moment. Ich habe doch hier noch. Dim, 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 dim. Wo ist er? Ich suche. Da, dieser Stuka hier. Der kommt jetzt hier. Und den werde ich hier natürlich schön penetrieren, so wie ich es gerade tue, damit er dummerweise überlebt. Das kann natürlich nicht sein. Was mache ich denn jetzt? So, damit ist jetzt Pattons gepanzertes Hauptquartier zerschlagen. Wunderbärchen. Ich bekomme weitere Punkte, die ich benötige, um die erlittenen Verluste auszugleichen. Das heißt, ich kann hier eine Panthergruppe schon einigermaßen wieder stabilisieren. Wow. Oh, habe jetzt hier eine weitere Panzergruppe aus Shermans, aus Jackson Jagdpanther und ihr ebenfalls einen Pershing aufgedeckt. Das wird nicht besser, liebe Leute. Das wird nicht besser. So, werde hier gucken. Ich habe hier natürlich noch einen Königstiger, den ich gerne hier unten zum Einsatz bringen würde. Ich weiß noch nicht, wie ich den da hinbekomme. Der müsste jetzt hier rumfahren. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. So, ne? Gott, oh Gott, oh Gott. Eine schwierige Karte tatsächlich, denn der Gegner ist hart. So, einmal noch. Er greift tatsächlich meine Infanterie ein. Verliert dabei aber zwei Schirmenpanzer. So, und würde sagen, wir sind jetzt im Zug 11 von 21. Ich würde jetzt hier erstmal Schluss machen. Ich überlege mir tatsächlich im Off nochmal die Situation nachzuspielen mit einer Hohoho, mit einer Speichern- und Laden-Orgie, um meine Verluste etwas geringer zu halten und einige Einheiten, zum Beispiel den Schlachtflieger, als auch die verlorene Artillerie beizubehalten. Denn das sind Einheiten, die ich nach wie vor benötige.
Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Obacht, ganz wichtig, habt Spaß beim Zocken. Bis dahin, ciao.